Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr fuhr ein Lkw-Sattelschlepper mit polnischem Kennzeichen aus Richtung Atzenhain kommend nach Bernsfeld. In der Ortschaft Bernsfeld verlor der 30-jährige Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt. Er mähte auf einer Verkehrsinsel zwei Verkehrszeichen nieder, fuhr auf die in 100 Meter entfernte Tankstelle und krachte dort in eine Dieselzapfsäule. Selbst dieser Crash konnte den Lkw-Fahrer nicht aufhalten. Er fuhr danach mit dem Sattelschlepper durch eine enge Passage zwischen zwei Häusern durch, über einen Parkplatz und anschließend die Straße auf der Tannwiese hinunter. Hier beschädigte er mehrere Zäune und einen Strommast. Anschließend fuhr der 30-Jährige bis zur nächsten Straße. In dieser Straße fuhr der Lkw-Fahrer dann auch noch 80 Meter bis kurz vor die Weitershainer Straße. Die gesamte Fahrstrecke von der Verkehrsinsel bis zum Stillstand beträgt rund 600 Meter. Dort endete dann seine Fahrt. Vermutlich hatte er schon auf der Verkehrsinsel die Ölwanne und das Getriebe aufgerissen, sodass sich ein Gemisch aus Motor- und Getriebeöl über eine Fläche von rund 16.000 Quadratmeter verteilte. Nach Informationen des Bergeunternehmens wurden nicht wie erst angegeben 6.000 Quadratmeter, sondern rund 16.000 Quadratmeter Verkehrsfläche gereinigt. Eine Kanalspülung war zum Glück nicht erforderlich. Zusammen mit der unteren Wasserbehörde des Vogelsbergkreises und einem Gutachter wurde die Unfallsanierung aufgenommen. Im vorderen Bereich der Tankstelle wurde das Öl fachgerecht entsorgt. Die Schotterfläche hinter der Tankstelle wurde ebenfalls ausgetauscht und entsorgt. Der Wirtschaftsweg hinter der Tankstelle wurde im rechten Bankettbereich ausgehoben und wird mit Mutterboden befüllt. Steffen Brandt, Gruppenführer der Feuerwehr Bernsfeld, sagte: Wir wurden kurz nach 1 Uhr zu einem Unfall in Bernsfeld alarmiert. Ein LKW sei in eine Zapfsäule gefahren. Beim Eintreffen bot sich ein größeres Schadensbild. Auf der Straße haben wir eine Ölspur von rund 300 Meter, die nun durch eine Fachfirma beseitigt werden muss. Zum Glück wurde niemand verletzt. An der Einsatzstelle waren neben dem Bergungsunternehmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Niederohm und Bernsfeld mit 19 Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizeistation Alsfeld. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Lkw-Fahrer ergab einen Wert von rund 2 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro, das Bergeunternehmen rechnet allerdings mit über 70.000 Euro Gesamtschaden.